Der Salomo ist ein bisschen um guter Rat verlegen. Jedenfalls im Moment hat er in seiner ganzen Rechtsbibliothek angefangen, Bücher vorzuholen. Es ist ein Gestör mit zwei Frauen, die sich in den Haaren liegen, wegen einem toten und wegen einem lebenden Kind. Und so ist er schauen, hier in der Abteilung für Bundesgerichtsentscheide und Präzedenzfälle. Dann natürlich die grosse Abteilung, die älteste, die er hat. Das ist mosaisches Gesetz, da ist schon sehr viel drin geregelt, aber eben auch nicht alles. Dann hat er natürlich auch eine Abteilung für seltene Rechtsfälle, die sonst fast nie auftreten, aber auch schon mal sie bearbeitet worden. Dann neues Rechtsverständnis, weil das verändert sich ja vielleicht von Jahrhundert zu Jahrhundert, also Rechtsethik sozusagen. Und am Schluss noch ungelöste Akten, das sind Sachen, die bis heute unbeantwortet waren. Vielleicht gibt es da noch ein paar Hinweise, für diesen Fall können zu lösen. Ihr seht, der Salomo muss sich schon fast wieder ein bisschen distanzieren von dieser vielen Rechtsliteratur. Er merkt bei diesem Fall, wo man ja der berühmteste Fall für Weisheit, das beste Exempel für Weisheit aller Zeiten, hat so quasi qualifiziert. Er merkt, dass mit reinen Konventionen, mit Sicherheitsdenken, mit sich verstecken hinter Paragraphen hier nichts zu holen ist. Sicher hat das ja mit Logik zu tun, mit Lebenserfahrung, sogar mit Zivilcourage, wenn man das Urteil fällen muss, aber am allermeisten wahrscheinlich mit Inspiration. Der Salomo findet also nichts. Aber um 10 Uhr kommen sie schon wieder. Ist die nächste Anhörung. Die zwei Frauen werden wiederkehren, werden wieder stürmen. Du bist doch die, die sich trölen beim Schlafen. Du bist auf mein Kind gelegen. Nein, das hast du gemacht. Du bist ja dort nachher bei der Wand zu suchen. Am Morgen war es ja auf deiner Seite. So wird es wieder weitergehen. Einfach eine unlösbare Frage. Juristisch ist dieser Sache nicht mehr beizukommen. Rein rechtlich kann man das Problem gar nicht lösen. Und dann macht der Salomo das, was er in solchen Fällen immer macht, sein berühmtes Gebet. Das steht 1. Könige 2. Und er sagt: Herr, gib mir ein gehorsames Herz. Gib mir nur den Verstand, dein Volk zu richten. Also nicht Reichtum, nicht andere Sachen, nicht Macht, sondern vor allem die Weisheit. Die Antwort lässt nicht lange auf sich warten. Es kommt etwas in Salomo rein, das Männer sonst nicht so haben. Er hat plötzlich Muttergefühl. Er kann denken, wie eine Mutter denkt. Er bekommt ein Herz wie eine Mutter. Ein Herz hat für ein Kind. Er kann plötzlich abschätzen, was ist eigentlich Mutterliebe. Ist etwas vom Grössten in dieser Welt. Und so kommt er zu diesem ungewöhnlichen Einfall, der eben Weltgeschichte gemacht hat. Und sagt plötzlich, nicht jemand bringt mir ein Buch, sondern bringt mir ein Schwert. Und der Fortgang von der Geschichte kennt er. Er hat gesagt, jetzt tun wir das lebende Kind halbieren. Die eine Frau hat gesagt, ja, das ist gut, das ist gerecht. Und der andere Mutter hat ihr Herz schon halbiert, als sie das gehört hat. Und die sagt sie nachher in der letzten Verzweiflung, eben weil sie das Mutterherz sagt, nein, geht es lieber der anderen Frau. Und damit ist der Fall entschieden, wer die rechte Mutter ist. Im ersten Moment hat sie ihm fast ein bisschen Angst machen, was doch die Weisheit für eine gewalttätige Sache ist, wenn man das Schwert hat gesehen hat. Fast wie beim gordischen Knoten, der halt mit Gewalt gelöst worden ist, was sonst unlösbar erscheint. Aber die Geschichte geht ja ganz anders weiter. Man merkt, Weisheit ist dort ins Spiel gekommen, wo das Denken anfängt zu lieben und die Liebe anfängt zu denken. Das ist fast wie bei einem Reissverschluss, der die zwei eben zusammenbringt. Und wenn ich jetzt an meinen eigenen Reissverschluss denke, ist der schon eingefädelt oder ist der schon halb oben oder schon fast ganz? Sind die beiden ineinander verzahnt? Das ist so eine Denkaufgabe, die wir durchaus ein bisschen mit in den Tag nehmen können.